Wieso musst du uns immer ein Dorn im Auge sein? Wer? Was? Wo war ich? Oh, Tiny war ein guter Kerl. Er hat zwar alles und jeden gehasst, aber er hatte dennoch ein gutes Herz. Sei in Zukunft bitte freundlicher zu meinen Handlanger. Yo guys, what's up? The Blue Gangster is back with another part of Crash Bandicoot Warped or Crash Bandicoot 3. Ich sag jetzt einfach mal Crash Bandicoot 3 Warped. Ich hab im letzten Part, hier, hab ich noch geholt. Also nach dem letzten Part. So. Und wir fangen hier an jetzt. Alright? Old shit, Nummer 6. Gee whiz, okay. Let's see what we get. Eine Nitro-Schaltkiste zerstören, sämtliche Nitros. Ja. Das hätte man auch schon im ersten Part erwähnen können. Üblicher Anfang, hä? 100 Kisten. Ich hätte noch live sammeln können, bevor ich den Part hier anfange. But whatever. Und dafür ist jetzt dieser Ultra, ja. Der hat die erwischt, obwohl, ich nicht auf allen Vieren war. Ah, Merlin, was geht, ja? Lang nicht mehr gesehen. Ich glaube, der Part wird länger gehen als der letzte. Und ein Extra Life und ein Checkpoint Gangster. So, mal gucken, was wir hier bekommen alles. Okay. Ha, hat sogar funktioniert. Alright then. Easy. Verdammt. Eine Millisekunde schneller und ich hätte ein Extra Life. Okay. So. Ja, du kriegst mich eh nicht. Und du auch nie. Und tschüss. Mann, ging das schnell. So, die Hälfte hätten wir. Obwohl es fast schon danach aussieht, dass der Weg bald zu Ende ist. Hä, sollte ich hier nicht. Ah, der steht jetzt da vorne. Okay. Ja, du explodierst, sobald ich den Schalter für die Nitro-Kisten habe. Habt ihr das gesehen? Das Ding ist gerade voll komisch. Egal. Ja, ja. Okay. So, geht doch. 66 Stück. 66 Kists. Boxes. Obwohl Boxes, das ist... Das kann so vieles auf einmal heißen. Es müsste ein englisches Wort geben, das direkt auf das Wort Kiste passt. Also genau komplett den gleichen Begriff ist halt. Egal, 18 Stück. Let's do it. Ja, ich zähle nicht Äpfel, ich zähle nicht Kisten, ich zähle nicht Kristalle. Ich zähle nicht Äpfel, ich zähle nicht Lives, wollte ich sagen. Ich zähle nicht Kristalle, ich zähle nur Kisten. Komisch, gell? Ja, aber passiert halt, wenn man zu viel Crash Bandicoot zockt. Ey, diesen Remix, ich muss mir die MP3-Version davon holen, das ist doch gerade... Oh, nee! Ah, ich Vollidiot. Ja, nichts zu machen, ich muss hier runterfliegen kurz. Zum Glück verlieren wir keine Lives. Aber die Kiste brauche ich unbedingt. Ich Vollidiot, ich war so vertieft in mein Gelaber, dass ich gar nicht mitbekomme, was da abgeht. Na, können wir umgehen. Krank der Dash. Okay, let's do it. Oh
Alright. So. Krank wie easy. So. Ha! Ha! Dieser Mix ist doch abnormal krank. Gebt euch die Mucke, Alter. Alter, nur noch 15 Stück, oder? Ja, noch 15 Stück. Und noch ein extra Life. Nice. Ich muss mir gar nicht die Mühe machen, extra Lives zu sammeln. Also neben den Parts, weil das schon in den Parts genug sein wird. So. Und der Rest sind echt, ja, das sieht echt danach aus. Hä? Die war doch gar nicht, hä? Naja, whatever. Also das hat mich gerade schockiert. Ich dachte, ich hätte noch genug Zeit, um den wegzuspinnen, aber whatever. Zack. Yep. Alle 100. Easy. Come on, Dean. Sind die Wartezeiten echt so krass? Okay. Die Ladezeiten, die Wartezeiten sind mir beim Arzt an. So, okay. Ich bin nur curious, wie viel? 14%. Für den zweiten Part 14% geht eigentlich voll klar. So. Nummer 7. Ah, hier gibt's den grünen. Den brauchen wir dann später für andere. So wie wir beim ersten Part den roten für den Geheimgang gebraucht haben, brauchen wir hier den grünen für die anderen zukünftigen oder vorherigen Geheimgänge. Ich habe jetzt leider die Info nicht gelesen, deswegen muss ich auch selbst drauf kommen. Aber ich glaube, weil man hier ja zwei Stück bekommen kann und ich das jetzt nicht extra in die Länge ziehen will, mache ich das so, dass ich den Grün für mich selbst hole. Weil ich glaube, das wird noch eine kompliziertere Geschichte. Wie viele? 95, okay. Ich wusste jetzt nicht, wie man den weghaut. Ich bin jetzt einfach mal hin und... Ja. Na, die Viecher. So, geht doch. Und ein Checkpoint. Du hättest ihn auch weghauen können hier. Ist da oben was? Nein, aber da oben. So. Okay, dann. Get the F. What? Away. So. Die Mucke ist aber auch cool, oder? So. Ja, mach du ruhig dein Ding. Ich mach meins. Stimmt, wenn ich nicht schnell genug bin, dann versteinert oder vermetallisiert sich die Kiste oder sowas. So war's doch. Und ein extra life. Und weg da. Und die. Ah, da ist schon. Das ging aber schnell. Und da ist schon die. Hä, was ist denn los? Warum so schnell? Das ist jetzt irgendwie komisch. Wieso komme ich da nicht hoch? Ich komme da nicht hoch. Toll. Ich dachte, das, ich habe genug. Egal, dann machen wir es so rum. Okay, dann. Noch 5 Stück. Ja, ja. Ich kenne den Trick schon. Obwohl wir das eigentlich gar nicht gebraucht hätten. Hätten wir eigentlich gar nicht gebraucht. Egal, 20.
Und ein Extra Life. Noch 40 Kisten. Ich glaube, das packen wir hier nicht. Das ist irgendwie viel zu komisch. Dafür geht das schnell, das Level irgendwie viel zu schnell voran. Richtig Aladdin-Level hier, Alter. Alright then. Ich erinnere mich dunkel an irgendwas. Es war wahrscheinlich... Ja, genau, das war's. Ja. Ja, das ist mir damals nämlich sehr oft passiert. Und den grünen Kristall kriegen wir, glaube ich, nicht, weil um den zu bekommen, also um auf die Bonusrunde zu gelangen, auf die Plattform für die Bonusrunde, muss man hier durch das Level durch, ohne einmal zu verlieren, was mir aber gerade passiert ist. Das passt so. Ich Idiot, das geht doch gar nicht. Der hat zwei Hosen. Weil seine Hose zerrissen war. Okay, anderes Themengebiet, vergiss das. Weg da. So, zwei Stück beiß ich davon. Ja, ja. Mal gucken. Nice. Ah. Na, come on. Nice. Damit hätten wir das Light wieder back, das ich gerade verschwendet habe für nix und wieder nix. Von hinten. Haha. Weg mit dir. Das wäre jetzt krass, wenn sie die grüne Kiste erwischt hätte. So, geht doch. Alright then, got it. So. Ja. Genau. Ja. Ich glaube, jetzt wird's kompliziert irgendwie. Ich hab irgendwie so ein Gefühl. Ja. Das haben wir gerade gemacht. Ja, und das hier ist das First Racing Game. Okay, let's do it. Mal gucken, ich glaube nicht, dass ich hier alle Kisten einsammeln werde, aber das ist mir wurscht. Das mache ich dann für mich. Mach den ersten Platz, um den Energiekristall zu erhalten. Achso, okay. Wie war das nochmal? Ah, so beschleunigt man. Mist, jetzt habe ich den, hier gibt's einen Fake Rage. Jetzt habe ich den Schnellstart verpasst. Verdammt. Ah, hier gibt's einen Booster. Okay, das war jetzt schlecht von mir. So. Ich bin auf Platz 5, okay. Nicht mehr lange. Die Kopf stehen einfach nur da, krank. Weg da. So geht's doch auch. Nee, ich will da nicht reinrasen, um ehrlich zu sein. Aber das brauche ich. Habe ich alle? Ja, ich habe alle. Ah, ich bin aber dritter Platz. Egal, jetzt kann ich mich eher drauf konzentrieren, Gas zu geben. Das machen wir gleich nochmal. Ich dachte, das löst sich sozusagen von selbst, dass ich dann schnell genug bin, um auf den ersten Platz zu kommen, weil darauf habe ich gerade null geachtet. Deswegen lasst jetzt Erster werden, dann hätten wir das auch. So, ja, ja, whatever. Ich hätte am liebsten zuerst den lila Kristall gehabt und dann erst den Emerald, aber whatever.
Oh, great. Let's do these. Geht doch. So, weg da. Die Kisten kümmern mich eigentlich auch nichts mehr. So. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wo ist Fake Crash? Da hoch gehen wir gut, wegen der extra Beschleunigung. Weg da, du nervst. So, geht doch. What the hell was that? Habt ihr das gerade auch gesehen oder war nur ich das? Das machen wir so. Okay, da drauf. Ernsthaft? Ich komme nicht an den vorbei, kann ich ja. Das heißt, ich muss ihn vorher schon überholen, weil ihn zu rammen. Okay, das klingt jetzt falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Das bringt nichts, weil er dann von mir einen Schub kriegt, was ja eigentlich total bescheuert ist. Die sollten dann irgendwie zur Seite ausweichen oder abgebremst werden oder keine Ahnung. Ist ja voll... Hä? Das ist ja total bescheuert. So. Ja, come on, move it. Alright then, let's do this. Wisst ihr, so Speed und so als Sonic-Fan und so ist schon irgendwie mein Ding und so. Naja, auf jeden Fall, dass da hochgeht. What the hell? Weg da. What? Das ist jetzt nicht dein Ernst, Alter. Fatz ab, du nervst. Hast eh keine Chance. So, zwei noch da vorne. Der da vorne noch. Weg. Oh shit. Egal, ich hab's gepackt. Passt. Haha. Der hat mich noch gerammt, Alter. Habt ihr gesehen, da ist irgendwas stehen. War das die Brille? Irgendwas ist noch da geblieben, weil er mich gerammt hat. Das klingt so falsch. Weil er mich angestoßen. Ihr wisst, was ich meine. Na, come on. Das Game macht so viel Spaß, dass am nervigsten die Ladezeiten sind. So. Obwohl sie eigentlich nicht wirklich lang sind. Okay, zwei Stück. Mal gucken, was in der Info steht. Tag, Leute. Dingodile heiße ich. Und ich habe von Uka Uka und Cortex den Befehl, ihnen die Kristalle in den Eiszeiten zu bringen. Also her damit. Und verschwindet, oder ich mache euch fertig. Schalte einen neuen Weg frei, indem du... okay, Lila. Ja, witzlos in die Eiszeit zu bringen, wenn das hier irgendwie komplett alles Sahara-mäßig war. Also, ja. Ihr wisst, was ich meine. Kranke Königin Cortex. So. Ah, die Musik habe ich auch übel vermisst. Aber das sind schreckliche Level, wenn es auf den... auf dem schwierigsten Niveau ist, sage ich jetzt mal, dann sind diese Levels hier wirklich schrecklich kompliziert. Wirklich nervenaufreibend. What? Ich habe doch gewartet, bis er weg ist und bin dann direkt rüber gesprungen. Auf jeden Fall 95 Kisten drin. Aber die Melodie haben wir doch in einem anderen Teil schon mal gehört. Im Zweier. Ja, die wurde hier nur verändert. Ja, die wurde hier nur verändert. Die kommt ursprünglich aus dem 2er. Oder war es sogar schon der 1er? Switch.
Okay. So. Ich kann jetzt nicht, sorry. So. Okay. Ja, ja, die Dinger, die roten Dinger da, die brettern. Und schon Bonusrunde? Es geht doch viel zu schnell. Ja, mal gucken, wie viele Kischs wir kriegen. Ich nenne es jetzt einfach Kischs. Fertig. Weil es deutsch ist und aber nach Englisch klingt. Zack, zack und zack. So. Ha! Mann, bin ich gut. Ah, Mist, die Apples. Aber wir haben und zwei extra Lives. Krank. So, noch 55 Kischts. Noch ein extra Life. Krank. What? Ah, ein extra Life umsonst. Richtig rüberspringen. So, geht doch. Ja, ja. Oh Gott, zum Glück war ich nicht direkt runter. Ah, genau, und da, wenn man in das Licht reinkommt, dann erwischen euch irgendwelche Pfeile oder sowas. Ich war wohl zu schnell. Super Sonic Speed, falsches Game. Okay. So. Okay, Checkpoint. Aha. Aber das Ding gönnen wir uns trotzdem. Wow, war das knapp. Wow, war das knapp. Das heißt, wir kriegen hier die normale Anzahl von Kisten gar nicht, oder wie? Doch, das muss trotzdem gehen. Aha, okay. Ich glaube, das hätten wir nicht mal gebraucht. So, noch 35. Gott, ist das Teil lahmarschig. Wow, das war wieder knapp. Und das war idiotisch von mir. Checkpoint, jawohl, sieht doch gut aus. Aha, okay. Na komm schon. So, jetzt. Irgendwann muss ihn doch das Feuer ausgehen, oder? Nee. So. Ich dachte gerade, what the hell. So, den hätten wir. Und jetzt. Ja, so wie es aussieht, kriegen wir doch nicht alle. Ah! Egal, ein Versuch. Vielleicht gibt es ja da hinten einen Schalter. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte da drauf. Na komm schon. Habe ich euch schon davon erzählt, dass ich mir die Levels unnötig kompliziert mache? Sieht man gerade gut, gell? Ja, ja. Ja, lasst mir den da stehen. Fast wieder nicht geschafft. Ne, leider kein Auslöser. Das heißt, ohne den. Hä? Ich dachte gerade. Ohne den extra Diamond kriegen wir auch nicht. Okay, alles klar.
Gut. Whatever. So, und zack. War das jetzt schon die 8 oder die 9? Es war die 9. Das heißt, jetzt kommt die 10. Ah, das ist das gleiche wie die 3 im ersten Bereich, nur im Dunkeln. Okay. Wenn du Rennen gedrückt hältst, kann Pura manche Hindernisse zerschlagen. Ah, Pura heißt der Tiger. Wir haben eigentlich eine Bekanntschaft mit dem Eisbären gehabt, aber jetzt haben wir auch so einen kleinen Tiger oder was auch immer das sein soll. Als Friend. 35 Kisten. Hört sich nach wenig an, aber es kommt auf die Rechnung an. Mann, das hat sich gerimt, krank. So. Das war krank von mir, weil ich kein Speed gegeben habe, obwohl man deutlich gesehen hat, dass man den hier braucht. So, bisschen. Oh Gott. Ja, geil. Ja, geil. Ja, ich bin King. Ja, jetzt fallen noch da runter. Mit ihm zusammen, weil er auf dich draufgefallen ist. Krank. Warum kriege ich eigentlich keinen Checkpoint? Geht doch. Wo? Ich verschwende hier noch unsere ganzen Lives ohne Spaß. Jetzt komm, Alter. Das kann es doch echt nicht sein. Schon wieder? What the fuck? So, diesmal falle ich nicht auf dich rein. Merken, eine Kiste. Zwei Kisten. Alter, zu. Dann hoch. Okay. Ja, ja, whatever. Zwei Kisten, dann hoch. Ja, jetzt machen die auch noch Slalom, Alter. What? Ich scheiße jetzt mal komplett auf die Kisten. Ey, das kann doch echt nicht sein, dass ich hier meine ganzen Lives... Alter, aber das knapp. Und schon wieder sammle ich, sehe ich, Idiot. Alter, zum Glück hatte ich den. Also zwei Kisten und da oben machen insgesamt wie viel aus? 6 Kisten. Okay. Das heißt, 4 waren da oben. Gut, dann hätten wir das auch. Gott, hat es gerade unnötig lang gebraucht. So, let's go to the end boss. Na komm schon. Okay, jetzt reicht's aber. Das sind meine Kristalle. Okay, sein Flammenwerfer beschädigt mehr als beabsichtigt. Ja, cooler Hinweis. Ha, die kennen wir doch irgendwo her. Ich will die Butter. Ich will Toast. Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Ah, okay, der ist schneller. Das kann man doch irgendwie überspringen, ja.
Wenn ich mich so bewege, also slide into spin. Okay, okay, schon verstanden. So, Nummer 1. Ja, ja. Let's go with number 2. Ah, verdammt. Hier. Was macht der Typ da eigentlich? Okay, ich glaube, jetzt ändert sich irgendwie sein Rhythmus oder so. Okay. Ja, was denn jetzt? Okay. So, okay. Das war's schon. Easy. Haha. So, was kann das denn? Drücke für einen doppelten so hohen Sprung. Ah, geil, Double Jump. Krank. Gleich testen. Double Jump, krank. Ja, man, krank. Oh Gott. Alter, wie hoch man dann springen kann. Aus dem Screen raus. Also dann, Guys, ihr seht hier der neue Bereich, den wir dann im dritten Part abschließen werden. Ich hoffe, es war nicht zu nervig. Ich weiß, ich habe ziemlich viel Scheiße gebaut, aber trotzdem hat's Fun gemacht. Ja. Sonst wie immer, I'm the Blue Gangster, you know me, I hope we see, okay, yeah, we gonna see each other in the next part, till then, the Blue Gangster is out, peace YouTube world.